Mein Name ist Nino Gräser, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und arbeite seit mehreren Jahren als Personal Trainer. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du mit dem Balance Board die Gewichtsverlagerung beim Golfschwung besser trainieren kannst. Dieses Balance Board ist selbst gebaut, die Bastelanleitung dafür findest du auf Golfstunde. Begib dich dazu auf das Balance Board. Versuche erstmal, dich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Es ist ein wackeliger Untergrund, nicht gar nicht so einfach, da drauf zu stehen, ohne dass der Rand den Boden berührt. Wenn du dich daran gewöhnt hast, kannst du versuchen, den Golfschwung zu imitieren. Stehst aktiv auf deinem linken Bein, setzt den Schwung, begibst dich dabei auf die rechte Seite rüber. Geht wieder zurück. Links, Hüfteinsatz und rechts rüber. Und du wirst merken, wie aktiv deine Hüfte mitkommt. Durch das Kippeln des Boards. Du siehst, das Körpergewicht fällt richtig nach rechts rüber. Aber genau dadurch merkst du einfach, wie sehr du deine Hüfte einsetzt oder vielleicht auch noch nicht einsetzt. Du sollst sie aber einsetzen, um einfach weiter zu schlagen, genauer zu schlagen, exakter zu schlagen. Probier es aus.